Und damit ein herzliches Willkommen zu Rennen Nummer 4. Hi, Buja. Natürlich der Buja dabei, wie ihr gerade gehört habt. Der Hakoda ist dabei, der Flybismi, der Pate, der Haskier und der Crazy Wiese. Ich hab's jetzt mal alle schnell runtergerasselt. Aber runtergerattert. Runtergerattert. Also welche Wand soll ich diesmal nehmen? So, Baku. Baku Qualify, meine Freunde. Kannst du mal bitte erklären, was hier vor sich geht gerade? Was wir gerade machen? Wir fahren eine Qualifikation. Wir spielen Flugsimulator online. Oh, geil. Ich bin auch mal dabei. Passend zu meinen Tabletten, Alter. Tabletten? Naja, wir haben Drogensüchtige dabei. Entschuldigung. Nicht nur ein. Nein! Oder was? Scheiße, was hab ich denn hier? Ich geh raus. Und du, Flyy? Ich bin raus. Blödarsch. Okay. Was hast du nur gerade getan? Ich hab vergessen zu bremsen einfach. Ha! Hab ich's im WhatsApp geschrieben, Freunde? Hab ich's im WhatsApp geschrieben, er vergisst also zu bremsen. Du kannst aber noch fahren, du bist noch da, oder? Ja, ich muss aber erstmal in die Box mir neuen Flügel holen, der ist auf der linken Seite komplett rot. Okay. Jetzt habe ich wirklich krasse Grafik. Er ist hinter mir. Sind wieder die Tabletten hier gewesen. Ich wollte nur sagen, Training, zweiter Platz. Ja, aber auch nur im Training. Irgendein Ferrari ist hinter mir, ne? Ich war im Training Erster. Ja, da werde ich jetzt nicht landen. Abgekürzt, hat abgekürzt! Mach meine Augen, wieso sollst warum? Du da nicht landen? Weil jeder, der jetzt sieht, mein Auto, weiß auch warum. Der sich ein bisschen in der Formel 1 auskennt. Und auskennt. Die rechte Seite bei dem Arsch. Ja, aber es hat ja nichts zu sagen. Oh, ich bin ja drüber gefahren, brauchst doch. Der Red Bull hat mega Abtrieb. Kannst du bitte ankleben? Wenn du ja am besten durch die Stadt kommst. Ich hab Uhu dabei. Ah, danke. Das meine ich nicht. Oh. Der Mercedes ist hinter mir. Egge. Geh mal vorbei, bitte. Ja, kein okay, Ding. Du bist wahrscheinlich schneller, deswegen. So, wenn er hinter... Ja, doch, er ist hinter mir. Naja, aber ich hab voll die Grafikbox. Mein ganzes Licht ist bunt. Der ist doch geil. Alles nee, Mann. Alles okay. Das ist gerade schlimmer als im Training hier. Achso, du fährst auf Force India, ne? Ich fahr diesmal auf Force India mit... Oh Mann, ey. Jetzt ist das Ferrari. Wer fährt denn so langsam eigentlich vor mir hier? Na, ich hab keinen Flügel. Och, das war fast wieder knapp, Alter. Das war fast. Warum hast du keinen Flügel? Weil ich vergessen habe zu bremsen. Wann das kann. Oh. Man hat ja Zeit. Lässt du mich kurz vorbei? Achso, wer ist denn hinter mir? Hui. Ach, du warst es! Ich dachte, die Jungs hier, oder? Ich bin aber auch auf einer schnellen jetzt, ja? Fahr erstmal eine Smooth, Freunde. 15 Minuten noch. Eine Smooth und danach ist alles gut. Kann das sein, dass wir Baku in der Nacht fahren? Das wäre lustig. Weil wir haben Tagzeiten nämlich auf zufällig gestellt. Also, es ist durchaus sehr möglich. Lustig, ja. Das wäre doch mal geil. Oh, mein Handy zittert vor dieser scheiß Strecke, Alter. Zittert mal mir immer. Gewöhnt sich dran. Ich hab das eigentlich nie, aber auf dieser Strecke sieht's nicht. Ich komme nicht klar auf diese Strecke. Weil mit dem ERS-Einsatz, Alter, der die ganze Zeit rumskippen noch. Ich hab's auch automatisch, das lasse ich auch so. Das wäre immer eine gute Idee. Es ist zu spät, wa? Ja. Boah, fuck. Boah, das war knapp. Knappe Kiste, Alter. Ich wär fast wieder tot. Oh, Pate, schön run. Das ist eine Monsterzeit. Ja, die ist wirklich gut. Die ist wirklich sehr gut. Also, das kann ich gleich sagen, kann ich nicht überbieten in der Quali. Alter, ich bin gerade so wieder aus der S-Kurve raus. Boxenstopp! Wir haben ja gesagt, dass Pate das Ding macht hier. Ja. Bin auch eigentlich relativ klar, dass er das gewinnt. Also ja, keine, die S-Kurve war schon. Wenn er keine Scheiße baut, dann von der Speed her gewinnt er das auf jeden Fall. Wir fahren 10 Runden oder so. Das ist schon.
und Twiggy. Deshalb fahre ich eine andere Taktik. Ich habe extra eine smoothe Runde gemacht und bin trotzdem fast raus. Oh, ich bin super zufrieden mit meiner Rundenzeit. Ich bin schneller wie du, aber Lorenzo. Ja, ich sag ja, ich komme auf diese Strecke nicht klar. Was hast du nur für Reifen drauf? Ihr habt ganz andere drauf. Ah, okay. Ja, ja. Mit Absicht, ja, damit wir ein bisschen mehr Strategie haben. So. Ja, ich habe nur eine Chance mit Rot, weil ihr seid mit Lila trotzdem schneller als ich. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich auf Lila... Die Runde war gerade eigentlich nahezu perfekt von mir, also ich fahre jetzt nicht noch einer, die war's. Ne, bei mir auch nicht. Die war Lila auch... Ich fahre jetzt nochmal raus, nur rum. Zwei Zehnte ja, ja. gehen vielleicht irgendwo noch, aber... Ich habe auch keine roten Reifen mehr. Ja, ich auch nicht, ich habe leider auch nur einen Satz. 1,42,1 bist du, 1,42,4. Boah, aber die war wirklich... Die war gar nicht so schnell von mir. Hätte ich gar nicht erwartet. Ist sie vorbei? Nö, nö, ich war gerade auf Start. Ich habe einfach nur Start gedrückt. Ach so. Ich fahr gerade gar nicht. Ja, mit Ultrasoft wäre ich vielleicht jetzt 7/10 schneller und dann wäre ich immer noch fast eine Sekunde hinter Ron. Also. Ja, ja, also die Ultrasoft hat da gesagt so eine halbe Sekunde. Da bin ich immer noch eine halbe Sekunde langsamer wie Ron, also. Ja. Bringt's nicht. Ich bin froh, wenn ich in diesem Rennen Punkte fahre. Kommt jetzt wahrscheinlich ja, noch eh dazwischen. Wenn Jerry eine Runde hinkriegt, dann wird er noch dazwischen kommen auf jeden Fall. Ja, also ich bin froh, wenn ich vom 5. starte. Vor den NPCs, das reicht mir. Das sind wir. Ich glaube, die kriegen die Zeit nicht hin. Ich habe vorhin mal geguckt, Alonso war der schnellste. Das sollten sie eigentlich nicht. Und der ist eine 1,44,5 gefahren. Also die fahren jetzt vielleicht eine 1,43 tief. Ich glaube, schneller der sind die. Der ist halt gefahren. Ja, schneller sind die, glaube ich, nicht, die NPCs. Boah, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Okay, danke. Oh, Alter, ich hab dich nicht gesehen. Boxenstopp. Scheiße. 11 Minuten noch, oder wie lange? Boxenstopp. Ja, können nur 11 Minuten sein. Warte, ich gucke, ich bin drin. Sag's euch gleich. Es sind noch 10, 11, 50, ja, 11 Minuten. Schade, dass man nur einen Satz rote Reifen hat, ja? Ich würd gerne also, noch eine Runde fahren. Also der Hülkenberg hat eine 1,42,8 gefahren. 1,42,8? Mhm. Und ihr seid die Sonne ausstellen, Lorenzo? 42,4. Nee. Doch, du kannst so die Effekte auch runterstellen. Hab ich ja, schon gemacht, aber generell. Ja, aber generell Sonne aus, glaube ich, geht nicht. Richtig geiler. Ja, erweitert. Beleuchtung. Also entweder ist es Beleuchtung. Oder Partikel. Denk das ist der hinter mir, der rote. Dicke. Also, ich lasse dir Abstand. Ich fahre jetzt eine entspannte Runde und danach gehe ich erst Gas. Ja, ich auch. Okay. Oh, erster Sektor war schlecht von mir, zweiter Sektor war okay. Wie war jeder Sektor kacke? Hab ich denn so viel Zeit vor? Im ersten Sektor habe ich so viel Zeit vor. Scheiße. Der zweite Sektor war 1:1 gleich mit Sorgis. Der dritte war sogar ein bisschen besser. Ja, das kann ich mir vorstellen, das sei die lange Gerade, der dritte. Ja. Ich hab ja ein naja, bisschen. Aber erster Sektor ist auch eine Gerade, zwei Kurven, noch eine Gerade. Und da war ich deutlich langsamer, die habe ich auch wieder schon verkackt. Ja, okay. Lusti, was war das eigentlich gerade schon wieder? Was denn? Ich hab's gesehen, wie du in die Mauer in den Ballern bist. Ey, das ist ein Spiel mit mir. In dem Moment bin ich genau auf dich draufgegangen. Ja, super. Man sehe dich so querfeld ein, einfach nur so rums in die Mauer. Okay, Carlos Heinz ist nur auf 0,1 hinter mir. Wenn jetzt noch ein NPC schneller ist als er, dann... Auf Platz 8. Was denn für eine Zeit, Justin? Weiß ich gerade nicht, ich fahre jetzt gerade in die Box rein. 1,43,1. Noch mal eine Sekunde langsamer zu sollen. Ja. Aber er ist auch wieder. Die ERS, das nervt mich gerade. Ja, dann, du musstest doch noch auf. Ja, wegen der Runde. Auf in der Vorlage. Ja, gut, Hotlap. Du stellst einfach auf Hotlap und gut ist. Schöne Runde. Also in deiner Einführungsrunde natürlich nicht, da stellst du es auch aus. Ja, und kurz vorher und stellst du einmal auf Hotlap und dann machst du es. Genau. Vor den SS auf Hotlap stellen. Von mir aus auch während du auf der Gran bist, du musst ja noch nicht mal über Start und Ziel sein. Da stellst du es einfach auf Hotlap.
gut ist. Das kann man hier sogar relativ gut managen, weil das nicht so in der letzten Kurve, weil das nicht in der Kurve machen muss oder da kurz davor, ja, sondern schön auf der Geraden reicht völlig aus. Mit dem Quali ist das ja immer am allerleichtesten, das Managen. Da muss man eigentlich nicht wirklich was machen. Ja, außer auf Hotlap und gut ist. Das macht er zum Glück, wenn du es auf automatisch gestellt hast, macht er das zum Glück automatisch. Der registriert, wenn du eine Runde rausfährst und die Runde danach, da knallt er alles hoch. Okay. Das funktioniert im automatischen Stil. Ja. Im Rennen nachher nicht unbedingt, das heißt auf den Geraden habe ich das Gefühl, dass das nicht unbedingt dann auf Überholen oder Hochstellt oder so. Ja, das hatte ich gegen Ron auch manchmal das Gefühl, weil ich war mit dem Haas teilweise deutlich schneller auf den Geraden als er. Aber er managt das halt besser über die Runde und über die Zeit dann nachher. Das heißt, es geht hier eigentlich nie aus im Rennen. Und so einer, also als ich das noch automatisch, also selber gemacht hatte, hatte ich ja immer das Problem, dass ich irgendwann keins mehr hatte und dann erstmal auf keinen gefahren bin oder so. Das passiert bei automatisch gar nicht. Also das bleibt immer da. Du wirst immer was haben. So, Jerry ist jetzt sehr nah rangekommen. Sehr nah rangekommen. Aber ich komme noch in die Box, ich habe kein Benzin. Oh, Stopp. Ja, hat er mich überholt. Ja, dritter, Jerry, Glückwunsch. Ja, war okay. Ich war auf jeden Fall noch einer. Alter, wie schnell Ron ist, Junge. 1,1. Welcher Platz bist du, Molo? Achter bisher. Und selbst? 5, jetzt gerade von der 4 auf die 5. Sektor 2 und Sektor 3 ist Ron unglaublich schnell. Okay, nur dass du Bescheid weißt. Wenn du uns die Einstellungen ändern lässt, aber dich damit nicht wohlfühlst, sag uns wobei einfach Sektor Bescheid. Wobei in Sektor 2 ist Jerry ähnlich. Von der Geschwindigkeit her. Nolo, bleibst du so mit den Reifen, oder? Ich fahr noch einen. Machst du auf lila oder nochmal auf rot? Auf lila. Ja, Jerry, du hast im ersten und im letzten Sektor hast du verloren gegenüber Ron. Jeweils eine halbe Sekunde, also bist du eine Sekunde langsamer. Mittelsektor war gut bei dir. War am Anfang war mir schon klar, dass das nicht so eine Knallerrunde wird. Fahr jetzt mal rein und dann machst du immer eine Zeit. Ja. Denk dran, dass du ganz entspannt fährst jetzt, ja? Wegen der Reifen. Also ich glaube, Platz 3 wirst du fast innehaben, außer... Obwohl, nee, warte mal, Nolo und... Nolo fehlt Winne. Noch. Und Winne fehlt noch, ja. Wer weiß, also vielleicht... Sind beide nicht schlecht. Ja. Und was mit Justin? Kommt er da was? Ja. Naja, stimmt, das stimmt, der Justin ist ja... Da ist ja auch noch was da. Und die NPCs fahren jetzt auch alle nochmal raus, also... So ist NPCs nicht. Passiert nicht mehr wirklich was. Sicher? Seid ihr mal da nicht so sicher? Das war beim letzten Mal auch schon so. Da dachte ich, oh, da nur 0,2 Sekunden Vorsprung in China. Und da kam nichts mehr. Also, ich muss mal sagen, dass hier Carlos Sainz, oder wie der heißt, ist sehr, sehr nah dran an Winne. Ja, aber an mir auch schon sehr nah. Also, ich glaube, bei dir ist noch ein bisschen mehr. Bei dir ist noch ein Zehntel. Kommt bei ihm ist 100. 400. Ja. Dicke? Ja? Ich mach nicht mehr, nö. Ja, was will er machen? Er ist 1,1 Sekunden vor allen. Ja, das stimmt, das macht wenig Sinn, dass er noch was macht. Das bleibt locker in erster Platz. Sind noch 4 Minuten und 50. Das würde ich nicht sagen, dass das locker in erster Platz bleibt. Beim Start, ja. Warum nicht? Lass mal hier irgendeinen hier noch eine perfekte Runde hinkriegen. Mhm. Glaube ich nicht. Also perfekte Runde ja, aber nicht mit unter 1,41. Die Zeit ist zu gut. Challenge accepted. Ja, macht mal, aber bringt euch nicht um. Jerry müsste noch 1,3 Sekunden draufpacken, fast. Ja, warum nicht? Ja, guck mal, der Weasel. Guck mal, der Weasel knallt jetzt schon mal, ist eine halbe Sekunde schon mal dran. Ja, reicht. So, also, wenn ihr habt, kennt ihr nicht mehr. Laron, fährst du nochmal raus? Nö. Wirklich nicht. Eine halbe Sekunde kriegt er noch nicht das Zittern. Sag immer noch, dass das reicht. Und selbst wenn, dann hol ich Josi auf deine Ahnung. Ich hatte noch eine Scheiße, na, ist egal, jetzt zu spät. Das Rennen wird im Rennen. Jerry, vom Timing her würde ich dir raten, jetzt relativ langsam deine Aufwärmrunde zu fahren. Weil die NPCs kommen so circa in einer Minute raus. Du könntest die sonst komplett auf der Start- und Zielgeraden treffen. Ja. Nolo, was war denn gerade? Keine Ahnung, Diggi. Hast du schon auf deinem Hotlap? Nee. Nee. Ja. Außerdem habe ich mich gerade gekratzt. Wo seid denn ihr gerade? Ja, hab man nie sehen. Radar. Da. Ah, ehrlich. Jetzt gerade. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 42,1. Wo ist Winner? Noch in der Box, wa? Ich bleib jetzt in der Box, ja. Du fährst nicht mal raus, okay. Nee. Oh, sehr gut, Jerry. War gut. Was hast du für Lack, dass dein Reifen da nicht kaputt gegangen ist, Alter? Hä? Voll gegengeballert dagegen, Reifen geht nicht kaputt. Gekratzt, so eine Scheiße. Gekratzt? Ja.
Flügel kaputt? Ist hier irgendwumst. Ah, geht so. Nono, bei dir ist alles gut, oder? Ja. Vor dir, du hast jetzt super freie Bahn. Komplett. Ja, da ist nur Jerry, der fährt aber gerade auf diese schnelle. Und der ist Stadt noch echt weit weg. Ja. Ich sehe gerade auch, dass kein NPC rausfährt. Ich glaube, jetzt fahren die auch nicht mehr raus, oder? Wir sind so gut wie alle raus. Jetzt sind alle raus. Ja. Sind alle gerade rausgefahren, ja. Also Jerry hätte jetzt sogar auch noch eine freie Runde. Bei 30 habt ihr noch. Sehr gut. Jerry fährt noch eine Runde? Ja, genau. Juhu. Sieht so aus, ja. Eieiei, Mercedes, Red Bull, Mercedes. Jungs, das muss sich ändern. Da muss noch ein Ferrari zwischen. Nee. Der Temporadar ist Nolo auf dem dritten mit 327, okay. 327? Wo siehst du denn das Temporadar? TV-Übertragung. Wer ist denn hier der schnellste? Ocon auch 327? Sainz hat 328. Das war's. Scheiße! Ruya 324? Okay. Sainz 329 bei mir, zweitschnellster. Box, kommen die Kurven, ey, scheiße. Ja, kack, scheiß drauf. Ich starte von 9 höchstwahrscheinlich, aber ist egal. Oh, ja. Okay. Ja, ich räume von hinten auch. Auf der Strecke ist es wirklich wichtiger, ins Ziel zu kommen. Ja. Das ist nämlich das Allerschwerste, überhaupt ins Ziel zu kommen. Wenn man das schafft, ist man, egal welchen Platz, einfach ein Gewinner. Das ist wirklich so. Jeder Punkt ist hier Gold. Ruya 324. Fuck! Also ich hatte das Gefühl, dass ich auf den Geraden bei 330 war. 333. Naja, ich habe Platz 1 hier auch nicht gesehen und der zeigt mir ja gerade nur die Leute an, die auf der Strecke sind. Na, es können Ron, Winne oder ich sein. Ich bin in der Box. Leute! Nee, von der Maximal. Du fährst noch! Alter, wie heißt denn das hier mal? Mit Tempo 340 frontal in die Mauer, er fährt noch weiter. Boah, das hab ich schön auf jeden Fall. Ja, das hatte er gerade eben auch schon, er ist da voll mit dem rechten Reifen gegen den Baller. Du scheiß Tüter. Du musst mit dem Reifen irgendwie, Alter. Der meinte nur, Alter, Frontflügel ist beschädigt, fahr in die Box. Oh, okay. Verlange genauer Kontrolle an Spieler Buja. Der Frontflügel ist auf jeden Fall, der ist weg, der Frontflügel. Der ist nicht mehr da. Oh Mann! Stopp von der 9, reicht. Ja, das kann sich ja mehr alle. Wenn ich merke, das läuft nicht, dann ramm ich. So muss das sein, ne? Ja, sorry, da kann ich nichts. Naja, dann würde ich mal sagen, wird das ein heiteres Rennen. In dem Sinne, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und das ist nicht gelogen. Das ist nicht gelogen. Langsamer als Winne, Alter. Lasst ein Kommi, lasst ein Like da. Bis zum Rennen. Haut da rein. Ciao. War dabei.